Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Nee. Hier gibt es dunkle Geheimnisse? Verrückt. Es ist wirklich extrem hell. Also das ist nicht allzu schön anzuschauen, muss ich sagen. Ich hoffe doch, dass sich das gleich wieder ändern wird. So, haben wir den auch noch mitgenommen? Oh, ich sehe gerade, von denen kriegen wir die ganzen Credits von solchen Gegnern. Das habe ich noch gar nicht bisher realisiert, dass die Gegner direkt Credits fallen lassen. So. Mir ist übrigens auch gerade aufgefallen, weil ich ja damals den Overkill in meine Hotspot-Leiste gelegt habe, in die Schnellzugriffsleiste. Die benutze ich eigentlich nie. Ich mache das immer über die Leertaste und das finde ich auch angenehmer, weil man dann viel kontrollierter auch arbeiten kann. Wenn ich dann immer noch schnell nach der richtigen Taste zu suchen versuche, das ist dann auch blöd. Die kleinen Hutzis, da wollen sie ankommen und uns anspringen. Ich glaube nicht. Stromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Na dann. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Sorry, Liara, dass ich dich abgewürgt habe. Ich wusste nicht, dass du auch noch was sagen möchtest. Oh, ich hätte auch einfach hier drauf schießen können. Da hätte sich das auch erledigt. Okay, elektronische Schlösser offline. Bitte kontaktieren Sie die virtuelle Intelligenz der Station. Die ist noch nicht wieder funktionstüchtig. Das heißt, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen sie wieder zum Laufen bringen. Betreten wir den Kern von Mira. Tschüss, ihr zwei. Ich gehe dann mal alleine hier runter. Kern verlassen? Nein, hier. Speicherkern Zugriff. Der VI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbanken manuell zu rekonfigurieren oder Universalgeld einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Wir versuchen es natürlich manuell. Speicherkern 1 beschädigt. Modulstapel zur Reaktivierung zu Kern 2 oder 3 transferieren. Verlassen mit Escape. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Wie musste ich denn... Aha. Reparatur unverständlich. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gedrückt habe. Ich weiß auch gar nicht, welche Tasten jetzt gerade entscheidend sind hier. Muss ich zugeben. So, kann ich hier... Kern 1... Ach so, jetzt muss ich das auswählen und hier rüberpacken sozusagen. So, Kern 3, das heißt, wir gehen jetzt auf die 2 und packen das mit auf die 3. Ich ahne zu wissen, wie es funktioniert. Moment, kann ich nicht? Nee, kann ich nicht, ne? So, dann lege ich den mal gerade auf die 1 wieder zurück. Nein, verdammt! Ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht mit der Maus machen kann. Das macht sich... Ah ja, es geht mit der Maus, okay. Ne, geht nicht mit der Maus. Das ist blöd. Also mit den Richtungstasten ist es halt ein bisschen blöd zu steuern. Wir müssen schauen, dass wir die rüber gestapelt bekommen. Allerdings dürfen wir die größeren nicht über den kleineren haben, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So. Das ist aber auch blöd gemacht, dass das Deaktivieren zwischen Kern 2 und 3 liegt. Wer hat sich denn das ausgedacht? So, dann nehmen wir das, packen das auf Kern 2. Gehen wir zu Kern 3. Packen das hier rüber. Jetzt nehmen wir das, packen das auf Kern 2. Jetzt legen wir das erstmal auf Kern 2. Und jetzt können wir das hier von Kern 1 auf Kern 3 legen. So. Ist klar, ne? Ist logisch. So, das legen wir mal hier kurz dazwischen ab. Und nein, da will ich doch gar nicht, Mensch. Und das war jetzt... Nee, doch, es geht. Wir müssen nur das hier noch kurz auf die 1 legen. Das jetzt rüber auf die 3. Jetzt können wir das auf der 2 zwischenparken. Das kommt auf die 3. Und das kommt auf die 3. Wunderbar! Kern reaktiviert. War doch gar nicht so schwer. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Ja, ich könnte Hilfe dabei gebrauchen. Wer bist du? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Okay, Moment, ich muss gerade mal... Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt.
Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Gut. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ich muss erfahren, wie ich die Station reparieren kann. Ah, das hatten wir auch schon. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemeldet. Schwerer Fehler. Ja. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Gut, gut. Wir haben also zwei Sachen zu erledigen und die Frau hat man ja wunderbar gesehen in dem Gespräch jetzt gerade, oder die virtuelle Intelligenz.
Ich mache hier nochmal kurz einen Cut rein und schau mal, ob wir vielleicht, wenn ich nochmal neu starte und quasi die Cheat-Konsole wieder inaktiv ist, ob wir dann vielleicht ohne diese Polygonenstrukturen spielen können. Also mal schauen, bis gleich. Nein, leider ist das immer noch so. Ich habe jetzt auch gerade mal noch ausprobiert, wie wir das testen können, ohne hier die Aufnahme zu unterbrechen. Da kann ich euch sogar mal während der Aufnahme jetzt noch zeigen, wie es eigentlich aussehen würde, wenn wir jetzt zum Beispiel mal View Mode Lit eingeben einfach. Dann sieht das Ganze so aus. Hey, meine beiden Kollegen sehen gut aus. Bloß ich nicht. Okay, also dann haben wir... Warnmeldung. Ja, ja. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Dann haben wir die Lichtverhältnisse. Manueller Neustart erforderlich. Quatschen. Achtung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Alter, halt die Klappe. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Dann haben wir die Lichtverhältnisse, wie sie eigentlich sein sollten. Nämlich dunkel. Und das sieht dann doch ein ganzes Stück anders aus. Wollte ich euch nur mal zeigen. Wir können das also hier ganz schnell ändern jederzeit. Bleiben natürlich jetzt aber dabei, damit wir auch die Leute sehen. Aber dann können wir zumindest mal die eigentliche Stimmung einfangen. Zum Dach. Ja, weiß ich doch. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. In Ordnung. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozedur abgeschaltet. Oh, diese Frau geht mir tierisch auf den Keks gerade. Manueller Neustart erforderlich. Aber naja, was soll's? Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. So, kommen wir gleich zurück. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Die ich damit weghauen kann? Man weiß es nicht, aber hier ist schon wieder so ein Rachniewiech. Komm, ertöte es! Der ist gerade wirklich gestorben? Ernsthaft? Der hält ja gar nichts aus. So, den haben wir gerade noch so geholt. Fuck, ich halte auch nichts aus. Okay, wir sollten vielleicht doch nicht so stürmisch reingehen. Ich habe irgendwie unterschätzt, wie viel die Viecher aushalten und wie viel sie auch abziehen. Ja, was jetzt vielleicht einfach daran lag, dass ich mir dachte, ja, die können ja nicht schießen. Warnmeldung. Sind ja Fernkämpfer. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. So. Manueller Neustart erforderlich. Dann lassen wir die Leute vielleicht mal auf die Pumpgun wechseln, weil wir so auch aus der Nähe kämpfen können. Ah, scheiße! Okay. So, machen wir mal so. Okay, Waffe überladen, das ist natürlich super. Superbst ist das. So, du darfst mal jemanden rumwerfen. Garrus ist tot, das ist immer wieder großartig. Garrus ist ständig tot. Ich kenne ihn eigentlich kaum anders. So, einmal drauf auf das Drexy. Oh, mir geht's gerade nicht so gut, wie es scheint. So, machen wir das mal so. Wir haben auch den aus dem Verkehr gezogen. Garrus, du darfst wieder aufstehen. Sehr gut. Garrus ist wieder dabei. Das Schöne ist, Garrus hat ja auch ein Notfallinterface. Das heißt, Garrus regeneriert sich mit der Zeit auch von alleine. Manueller Neustart. So, Landleitung repariert, das ging sehr schnell. Nee, das Terminal will ich jetzt gar nicht benutzen, denn so viel gibt es mit der alten eigentlich nicht zu besprechen mit der Mira. Wir überbrücken fix und dann geht es zum Hauptreaktor, den wir auch noch anwerfen müssen. Dieser Hauptreaktor, ich glaube, ne? So, immer her damit. Sonst ist ja auch nicht viel. Gut, das ging relativ schnell, muss ich sagen. Ich hatte jetzt irgendwie doch in Erinnerung gehabt oder erwartet, dass es doch ein kleines bisschen länger dauert. Wir können uns übrigens auch mal kurz angucken, wie es hier aussehen würde. Es werden immer mehr kleine Circumflexes, die mit dranhängen. Das ist halt die Taste, auf der ich das liegen habe, die Cheat-Konsole, wo ich die draufgelegt habe. Es ist eigentlich unglaublich dunkel hier. Die sollte ich vielleicht mal wieder wegmachen. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Machen wir das mal so. Manueller Neustart erforderlich. Und dann können wir auch nach unten aufbrechen. Das Schöne ist, diese Zeichen dahinter scheinen überhaupt nicht zu stören. Das scheint der Cheat-Konsole total im Arsch vorbeizugehen. Okay.
dann schauen wir mal, ob das andere genauso schnell geht und ob der Kampf, wenn man ein bisschen vorsichtig vorgeht, dort genauso reibungslos ist. Ob der dort genauso reibungslos abläuft, wie der, den wir gerade eben hatten, wenn man ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Und dann müssten wir eigentlich auch schon in den Hochsicherheitskomplex hineinkommen können. So, das war irgendwie hier vorne, ne? So, das war's für den und wir haben einen Stufenaufstieg. Manueller Neustart erforderlich. Sehr gut, das gefällt mir ausnehmend gut. Wir haben sonst hier den Weg, den wir nehmen müssen. Da drüben ist noch zu, denn dort geht's ja zu den Bahnen. War hier irgendwas? Nee, ach, das war ja der Schalter, den wir nicht drücken konnten, weil noch der Strom gefehlt hat und die VI noch nicht an war. Ich weiß es nicht mehr genau. So, da würde ich sagen, schauen wir erstmal kurz hier. Garrus ist voll bei der Dechiffrierung, das ist sehr gut. Er könnte mal ein bisschen auf seine Panzerung gehen, glaube ich. Wir sollten unbedingt den Schadensschutz von Garrus erhöhen. Oder das Sturmangriffstraining? Ne, es ist Waffen- und Nahkampfschaden. Mir ist es, glaube ich, gerade echt wichtiger, dass er hier mal ein bisschen was reinkriegt und kann jetzt auch endlich mittelschwere Panzerung tragen. Das ist super. Okay, ach weißt du, komm hier, zack. Ja, Schildboost von mir aus. Dann ist er mal ein bisschen gesichert. Ein bisschen mehr als vorher zumindest. Und bei dir, meine Kleine, du hast auch 4 neue Punkte. Gehen wir auf... keine Ahnung. Wo gehen wir denn mal drauf? Ich finde Werfen eigentlich total sympathisch, muss ich sagen. Meisterhaftes Werfen, jawoll. Okay. Meine 6... Ich habe 6 Punkte, wow. Meine Punkte wollte ich hier drauf geben, die Schrotflinte freischalten und dann das Blutbad, jawoll. Und dann können wir den einen Punkt noch auf Fitness geben. So. Alles in Ordnung. Wir ziehen weiter. Schnellspeicher beendet. Großartig. Und jetzt geht es nach unten mit dem Fahrstuhl. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Genau, und den müssen wir ja auch entscheiden. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall... Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schön, dass du dich nochmal doppelst. Ich speichere nochmal sicherheitshalber. Wir sehen schon auf dem Radar, da ist schon der erste Gegner. So, ich glaube mich erinnern zu können, dass hier nicht bloß Rachnis kommen. Oder gar keine Rachni, ich weiß es nicht mehr. So, sammeln wir mal mit ein hier. Ich weiß, das könnte ich auch nachher machen. Okay. Warum auch immer ich hier den Müllkanister öffnen kann, ich weiß es nicht. Und los geht's. Ja, hier gibt's Gaff, genau. Habe ich das richtig in Erinnerung gehabt? Wahnsinn. Garrus, du musst dich nicht mitten reinstellen. So, ich wechsle jetzt mal gerade. Und jetzt Blutbad. So. Prozeduren abgeschaltet. Grandios. Manueller Neustart erforderlich. So, den Kirscher nehmen wir mal so aufs Korn. Okay. Die gehen ja eigentlich ganz gut zu bekämpfen, man muss sie halt nur treffen. Deswegen ist eine vollautomatische Waffe wirklich eine ganz gute Wahl, finde ich. Auch wenn das Sturmgewehr relativ schnell in Präzision verliert, wenn man eine Salve abfeuert, aber man ist eben doch bisschen flexibler im Schießen. Man kann auch mal ein bisschen mitgehen. Wenn mal der Schuss daneben geht, ist es noch nicht so schlimm. Pistole geht aber auch eigentlich, finde ich. Nur sind die Pistolen generell nicht so unbedingt mein Ding, muss ich sagen. Ja. Die HE3 Kraftstoffleitung ist durchtrennt. So. Ah, da oben ist er. Den habe ich eigentlich gesucht. Und Titan. Titan, Titan. Ohne Abwehr ist nichts mit Titan. Falls das noch jemand kennt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, den Verwüster, den holt sich Liara. Also Liara, ich bin erstaunt, ich habe die gar nicht so gut in Erinnerung. Die ist schon verdammt nützlich mit ihrer Biotik hier, ne? Im zweiten Teil werden wir dann auch mal selbst die Biotik ausprobieren.
Da haben wir schon mal angemerkt, ganz am Anfang des Spiels, dass die Nützlichkeit der Fähigkeiten in den Spielen unterschiedlich ist. Zumindest kommt es mir so vor. Und deswegen habe ich hier den völligen Soldaten genommen, sodass wir uns auf die Waffengewalt verlassen. Warnmeldung. Hauptreaktor und im zweiten Teil werden wir dann mal selbst die Biotika probieren. Manueller Neustart. So, Kraftstoffleitung repariert. Sie haben die Reparaturen für Gipfel 15 beendet. Und damit können wir jetzt endlich mit der Bahn fahren, rein in die Hochsicherheitslabors. Wo wir dann mal sehen, was hier nun wirklich eigentlich passiert ist. Das wissen wir ja immer noch nicht so richtig. Ist ja immer noch unbekannt. Das Mira-Terminal muss ich gar nicht anwerfen. Die wird mir auch nicht mehr sagen können jetzt als vorher. Da wird sie mir bloß sagen können, ja, du hast es jetzt repariert, jetzt ist es wieder funktionstüchtig. Und vorher hätte ich halt fragen können, wahrscheinlich nochmal, was genau ich eigentlich tun muss. Nehme ich zumindest an. Ich weiß es nicht genau. Aber generell ist mein Verlangen, mit VIs zu reden, eher minderwertig ausgeprägt. Sagen wir mal so. Ich speichere nochmal, weil hier bestimmt gleich wieder noch ein paar Wachen werden. Ja, die werden wachen. Vielleicht auch warten. So. Natürlich, meine Kleine. Das war jetzt total überraschend. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Dass da eine Rachni aus dem Boden geschossen kommt. Gut, aber diese Guerilla-Taktik aus den Gittern, aus den Lüftungsgittern rausgeplatzt zu kommen, die mögen die Rachni sehr. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Klingt voll sympathisch. In Ordnung, wir müssen mal schauen. Wir kommen hier auf jeden Fall lang. Hier drüben noch. Sie sind eingeschlossen. Die Tür ist kein Problem. Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter. Ach, ich erinnere mich. Ja, wir können die Plasmareinigung aktivieren, aber unsere Elektronikfähigkeit ist zu gering. Das ist natürlich schade. Sonst hätten wir die jetzt direkt vaporisieren können. Das ist natürlich äußerst schade, dass wir es jetzt nicht machen können. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Okay. Sympathisch. Schrotflinte, Katana 4. Da müssen wir gleich mal schauen. Und eine mittelschwere Rüstung für Torianer. Geil. Ja. Halt. Was? Hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Er hatte wohl keine Hoffnung mehr zu überleben. Er glaubte, dass es leichter wäre, sich zu töten. Ja, natürlich. Das ist schade, dass wir das nicht benutzen können. Das ist wirklich schade. Ich hätte jetzt natürlich, wenn ich mit Garrus noch Punkte hätte, hätte ich voll auf die... Achso, das ist ja gar nicht hier, aber ich muss sowieso hier rein. Hätte ich voll auf die Elektronik noch gehen können, aber ich habe die ja jetzt schon ausgegeben. So, Tech-Biotik-Schutz ist natürlich ein bisschen niedriger. Aber Schadenschutz und vor allem auch die Schilde sind viel höher. Und vor allem haben wir nicht mehr diese hässliche Rüstung an, sondern die sieht doch schon ein Stück cooler aus, würde ich sagen, oder? Findet ihr nicht? Gut. Shepard, was war mit dir? Genau, ich wollte hier wegen dem Katana schauen und das Katana ist in jeglicher Hinsicht besser als das Scimitar 3. Aber auch die Tornado, da muss ich nochmal kurz schauen. Die hat nicht so viel Schaden. Tornado hat mehr Schaden, hat eine leicht geringere Präzision und weniger Schüsse besitze damit. Wir nehmen trotzdem mal das Ding. So, und Garrus drücke ich das Katana in die Hand. Und die Hurricane? Warte mal. Ne, die Hurricane ist nicht so besonders, ne? Katana, so. Auch wenn Garrus jetzt nicht so viel mit der Schrotflinte arbeitet, eigentlich müsste ich die später mal Rex geben. Aber der ist gerade nicht dabei. So, okay, schnell speichern klappt nicht. Das ist jetzt natürlich gemein. Ich glaube, da gehe ich auch mal hier auf meine neue Waffe. Und dann müssen wir wohl mal dechiffrieren. So, und kämpfen. Ja, wunderbar. Hat gereicht mit 4 Schuss. Oh, ihr Schweinehunde! Mit denen habe ich jetzt irgendwie gerade nicht gerechnet, muss ich zugeben. Okay, geht's uns jetzt nicht mehr so gut. Das ist natürlich schade.
Aber was soll's, wir speichern und ziehen weiter. Das Leben wird sich schon wieder aufladen, denke ich mal. Das wird schon mit der Zeit. In Ordnung, wir sind drin, wir müssen irgendwie mit der Bahn fahren. Davon steht sie ja schon, da wartet sie schon. Ich will nur mal ganz kurz euch noch zeigen, wie es eigentlich aussehen würde hier. Das ist so der Fall, es ist also viel dunkler und wir sind viel schwärzer und eckiger. Also es ist wirklich schade, dass wir das nicht mit dem normalen Lichteinfall spielen können. Vor allen Dingen, weil es halt auch, hier sieht man halt auch einen Lichteinfall von der Seite und so. Und es ist halt alles, die Texturen sind viel besser ausgearbeitet. Das sehen wir halt alles jetzt gar nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ich bin ganz froh, dass das nicht während des ganzen Spiels so ist. Das ist ja schon mal was. Wir können dann, sobald wir Noveria verlassen haben, das wieder aufgeben und dann wieder normal spielen. Hoffe ich doch zumindest. So, weiter. Abfahrt Central Station. Richtung Rift Station. Einmal Station, einmal Station? Konnten Sie sich nicht richtig entscheiden hier bei der Lokalisierung? Nun gut. Schauen wir mal, wo es hingeht. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Rift Station. Garrus sieht schon ziemlich cool aus in seiner Rüstung, muss ich sagen. Die gefällt mir gut. Okay. Wir nehmen schon mal sicherheitshalber eine Waffe in der Hand. Und schauen mal, ich glaube hier in dem Raum erwartet uns jetzt keiner. Aber es kann ja nicht schaden, so sicherheitshalber mal das Ding in die Foto zu nehmen. Nur der Notausgang, den werden wir später noch brauchen. Erstmal geht's hier lang. Und auch hier ist der eine Weg noch zu. Die Sicherheitslabore können wir noch nicht betreten. Aber zumindest hier kommen wir lang. Und eine weitere Fahrstuhlfahrt wird uns, soweit ich mich recht entsinne... Du darfst auch bitte mit dem Fahrstuhl fahren. Hallo? Es hängt. Oh nee. Wird uns irgendwo hinbringen. Scheißdreck, was ist denn? Also ich weiß nicht, ich hatte damals wirklich, als ich das gespielt habe, wie gesagt, schon zweimal gespielt, die gesamte Reihe. Als ich damals gespielt habe, habe ich nie Probleme gehabt und jetzt gibt's Bugs an allen Ecken und Enden. Das ist echt traurig. Ich werde unterbrechen und sobald der Fahrstuhl dann fährt, bin ich wieder dabei. Wir sehen uns, bis gleich.